Es gibt viele Fragen, die das Pokémon-Fandom entzweit und für Jahre nie endende Diskussionen auslöst. Ich meine, an dem Punkt aktuell kann das essentiell alles tun. Auf jeden Fall habe ich mir die Frage gestellt, welches denn das tatsächlich unpopulärste aller Pokémon ist. Bei inzwischen 898 gibt es ohne Zweifel viele Stinker, die nicht allzu populär sind und vermutlich auch nie werden. Wenn ich den üblichen Clickbait-Toplisten im Internet glauben soll, sind Rosana und Deponitox wirklich doof. Aber das ist das Problem an der ganzen Sache. Wir können hier nicht subjektiv vorgehen. Wir brauchen eine neutrale Umfrage, in der möglichst viele Leute abstimmen und so zu einem durchaus repräsentativen Ergebnis kommen. Glücklicherweise haben wir dafür zwei. Zuerst gab es im Jahr 2016 in Japan direkt von Pokémon aus eine Umfrage, die klären sollte, welches das populärste aller Pokémon ist. Sie kamen an ganze 562.368 Votes. Platz 1 belegte Quajutsu mit ganzen 36.235 davon, was absolut Sinn ergibt. Quajutsu ist ein fantastisches Designkonzept mit einer sehr prominenten Rolle im Anime, den Generation 6 Editionen und es war sogar als Kämpfer in Smash Bros. Auf der Wii U, also haben es nur 3 Leute gespielt, aber es war trotzdem da. Platz 2 belegt Arceus, 3 Mew, abgeschlagen auf der 4 ist Pikachu und auf Platz 9 Glurak. Genesect ist 3 Plätze höher als Glurak. Das ist ja sowas von einer Umfrage, die nicht aus der heutigen Zeit stammt. Auf jeden Fall wurden nicht nur die populärsten Pokémon veröffentlicht, sondern alle. Von der Nummer 1 bis Nummer 720. Volcanion war nicht in der Liste, da es zu der Zeit noch ein Geheimnis war, dass Dataminer total noch nicht absolut nach 3 Tagen entblößt haben. Ich werde die ganzen Listen, auf die ich mich in diesem Video beziehe, in der Beschreibung verlinken, wenn ihr mal selber einen Blick darauf werfen wollt, da ich absolut nicht alle hunderte von Pokémon durchgehen werde. Also gut, die Top 10 unpopulärsten Pokémon von 2016. 10. Panekon. Was ich voll und ganz einsehe, es ist ein absolut nichtssagendes Kokor-Pokémon, welches kaum anders als Shaloko aussieht. Ich habe mich in der Vergangenheit dazu geäußert, und ich habe mich nicht positiv dazu geäußert. 9. Drasche. Ich meine, Drasche ist keins meiner Lieblings-Pokémon, aber eins der schlechtesten? Nicht für mich. 8. Laukaps. Leute mögen Laukaps nicht? Warum? 7. Praktibalk. Das war tatsächlich eins meiner Lieblings-Pokémon in Generation 5. Ich schneide bei der Liste gerade nicht gut ab. 6. Kadivanha. Es ist eine enttäuschende Vorentwicklung. 5. Navitaub. Das ist schon wieder ein Pokémon, das ich immer ziemlich cool fand. Vor allem gefällt es mir wesentlich besser als seine Weiterentwicklung Fasasnob. 4. Mundtier. Diese 10 unpopulärsten Pokémon sind alle aus Generation 3 und 5. Ich bin wirklich nicht ganz sicher, warum Generation 3 hier so präsent ist. Ich meine, ich sehe, wie Fan Generation 5 durch die große Menge von Pokémon, die sie eingeführt haben, einige Stinker hat, aber was stimmt mit Generation 3 nicht? Die Top 3 werden übrigens alle Generation 5 sein. Unerwartet, ich weiß. 3. Fleeknoil. Was, wenn wir einfach Zubat machen, nur so, dass es nach absolut nichts aussieht? Mir ist bisher übrigens noch nie aufgefallen, wie dumm Fleeknoil tatsächlich aussieht. Ich meine, es ist eine Fellkugel mit Flügeln, einem Mund mit einem spitzen Zahn in der Mitte und einer Nase, die sich dort befindet, wo eigentlich die Augen wären, in welcher sich ein Herz befindet. Ich bin wirklich kein Fan davon. 2. Gladiantri. Das war ebenfalls eins meiner Lieblings-Pokémon aus Generation 5. Ich fand die Typkombination aus Unlicht und Stahl interessant und seine Weiterentwicklung ist ziemlich cool. Es ist Actionfigur das Pokémon. Warum mögen das Leute nicht? Und auf Platz 1, das berüchtigte Grillcheater. Die 3 Gegenstücke zu den Starter-Pokémon-Affen aus Generation 5 waren wirklich übel. Ich denke, dass so der Cheater ganz okay ist, aber die anderen beiden? Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Obwohl diese offizielle Umfrage durch ihre gewaltige Teilnehmerzahl von 500.000 Leuten mit Abstand mehr Stimmen als alle anderen Umfragen hat, bringt sie uns leider nicht allzu viel. Aufgrund der Tatsache, dass sie aus Generation 6 Zeiten ist, was bedeutet, dass 278 Pokémon, die es zum aktuellen Zeitpunkt gibt, gar nicht erst darin auftreten können. Dafür haben wir noch eine relativ aktuelle Umfrage von Mamma Mia 1001 auf r/Pokémon.
in welcher ebenfalls herausgefunden werden sollte, welches das populärste Pokémon ist. Hier haben immerhin 52.000 Leute abgestimmt, was eine absolut ausreichende Menge ist, um damit arbeiten zu können. Das Ziel hierbei war es übrigens herauszufinden, ob wirklich jedes Pokémon irgendjemandes Lieblings-Pokémon ist. Die Antwort ist nein. Es ist etwas schade, dass diese Umfrage nur bis Generation 7 geht, aber sie ist dennoch ein gutes Stück aktueller als die von 2016. Gehen wir mal eben die 10 populärsten Pokémon durch. 10, Dragoran. 9, Evoli. 8, God of War. Danke, Fully. 7, Lucario. 6, Nachtara. 5, Logok. 4, Bisasam. Was sehr unerwartet ist, ehrlich gesagt. 3, Akani. 2, Gengar. Und auf der 1... selbstverständlich Glurak. Ich denke, was wir hier in allererster Linie sehen, ist eine Reflexion der Altersgruppe, in welcher sich die User aus dem Subreddit befinden. Bis auf Lucario sind alle Pokémon aus Generation 1 bis 3, aber hauptsächlich Generation 1. Laut der Statistik haben die Pokémon aus Generation 1 durchschnittlich 121 Stimmen bekommen, Generation 2 91, 3 und 4 jeweils 70 und ab Generation 5 sind sie allesamt unter 30 Stimmen im Durchschnitt. Wir können also sehr stark damit rechnen, dass die unpopulärsten Pokémon aus dieser Umfrage größtenteils aus den neueren Generationen stammen werden. Aber gut, die unpopulärsten Pokémon, wir haben 8 Stück, die jeweils nur eine Stimme bekamen. Und 4, für die absolut niemand gestimmt hat. Ich denke, bei 52.000 Leuten, die abgestimmt haben, ist das ein ziemlich mieses Ergebnis. Erinnert mich an die Mannschaftswahl im Sportunterricht. Ich wünschte, ich wäre eins der Kinder gewesen, für die wenigstens irgendjemand jemals gestimmt hat. 8. Cosmovum. Die legendäre Entwicklungsstufe zwischen Cosmog und Solgaleo und Lunala würde ich auch nicht als einen meiner Favoriten bezeichnen. Es ist der Kokor zwischen den legendären Pokémon und nicht viel mehr. 7. Trompec. Ich meine, ich sehe Trompecs Problematik in der Situation. Es ist ein cooles Pokémon, aber warum würde man dafür stimmen und nicht für Toucanon oder Pepek aus der gleichen Entwicklungsreihe? Vor allem aber Toucanon. Es ist so wütend. 6. Marmolida. Yeah, ich bin immer noch nicht darüber hinweg, dass es keine Weiterentwicklung von Libiscus ist. Und ich mag es bekanntermaßen auch nicht sonderlich. 5. Stravinkel. Das ist eine interessante Wahl, beziehungsweise nicht Wahl. Ich mag Stravinkel eigentlich, aber vermutlich hinkt es seinen Weiterentwicklungen in Sachen Popularität hinterher und es sieht auch einfach nur aus wie Hornio vom Typ Pflanze. Nicht unbedingt originell. 4. Nagelos. Yeah, diese Augen waren ein Fehler. Zusätzlich war es der Nachfolger von Bidizer und ich würde mal sagen, es kann nicht so ganz mithalten. 3. Pionskora. Das so weit abgeschlagen zu sehen, verwundert mich sehr. Ich hätte schwören können, dass es einige Leute gibt, die Pionskora am meisten mögen, aber in dem Fall war es gerade mal eine Stimme unter 52.000. 2. Pupanze. Ich meine, ja, yeah, ich kann Pupanze ehrlich gesagt auch nicht sonderlich leiden. Ich hasse es nicht, aber ich mag es auch wirklich nicht. Für mich sah es damals immer wie ein Bleistift aus. 1. Owei. Das ist das kaputte Eier-Pokémon. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass es da draußen überhaupt eine Person gibt, die es tatsächlich mag. Oh, ich mag die Eier am meisten. Oh, das ist das kreativste und spaßigste Pokémon. Die hat aus Prinzip dafür gestimmt, einfach weil es ein dummes Design ist. Ich bin mir so sicher. Und jetzt bleiben noch die 4 Pokémon, für die absolut niemand gestimmt hat. Im Kontext dieser Umfrage sind das die unbeliebtesten von allen. Platz 4 belegt Mangunior. Die Vorentwicklung des Pokémon, welches dafür bekannt wurde, wie eine gewisse politische Figur auszusehen, was laut Game Freak natürlich nur reiner Zufall ist. Mangunior dagegen existiert. Viel mehr gibt es darüber auch nicht wirklich zu sagen. Es ist absolut kein aufregendes Pokémon. Platz 3 belegt Zaplalek. Als die Entwicklungsstufe zwischen Zapladin und Zaplarang bleibt wie üblich für die mittlere Stufe nicht mehr viel vom Kuchen übrig. Es wird wie so oft von seinen anderen beiden Formen komplett überschattet. Platz 2 ist Mollymorba. Ich meine, wenn man nicht gerade ein großer Fan von Kinderschönheitswettbewerben ist, was vermutlich niemand sein sollte, dann wird einem dieses Pokémon etwas missfallen.
Ich war letztens beim Podcast über Pokémon Designs, die wir am wenigsten mögen, bei Fully dabei und dort haben wir auch kurz darüber geredet und uns innerhalb von wenigen Sekunden alle gemeinsam dazu entschieden, dass es absolut fürchterlich ist. Beziehungsweise die Vorentwicklungen sind noch okay, ehrlich gesagt. Ja, ich finde die erste Entwicklung eigentlich am schlimmsten. Oh, die erste ist auch, oh, die erste ist wirklich übel. Die zweite ist wirklich okay. Ja. Und dann kommt die dritte, ja, die zweite ist in Ordnung. Ich werde den Podcast am Ende des Videos mal verlinken, falls ihr euch mutig fühlt. Und Platz 1 ist Shaloko. Also nicht Platz 1, weil die letzten vier Pokémon hier alle 0 Stimmen haben, aber ihr wisst, was ich meine. Wir hatten Panekon bereits in der offiziellen Umfrage von 2016 ziemlich weit unten dabei. Und jetzt haben wir Shaloko mit 0 Stimmen. Ich stimme dieser Menge an Stimmen für Shaloko oder Panekon voll und ganz zu. Selbst für die oftmals bescheidenen Maßstäbe der Kokor-Pokémon ist das absolut schwach. Ganz zu schweigen davon, dass die beiden komplett gleich aussehen. Ich bin mir übrigens sicher, dass Leute in dieser Umfrage aus Prinzip für die drei Affen aus Generation 5 gestimmt haben. Und das waren die populärsten Pokémon laut zwei relativ großen Umfragen. Wobei ich ehrlich gesagt gestehen muss, dass ich mit den Ergebnissen nicht zu 100% zufrieden bin, weil sie darauf ausgelegt sind, das populärste Pokémon zu finden. Beziehungsweise zu beweisen, dass jeder irgendein Pokémon mag, aber nicht darauf, das unpopulärste zu finden. Oh, und sie sind natürlich beide absolut nicht aktuell. Die eine ist halbwegs aktuell, aber die andere absolut nicht. Wenn ich irgendwann herausfinde, wie ich eine Umfrage mit fast 900 Antwortmöglichkeiten erstelle, ohne dafür 3 Jahre opfern zu müssen, können wir diese Frage vielleicht doch noch ein für alle Mal beantworten. Aber bis es soweit ist, muss das erstmal reichen. Wir haben so oder so einen guten Einblick in die unpopulärsten Pokémon bekommen, auch wenn diese nur bis Generation 8 geht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.